Rosebild weg. Das interessiert jetzt auch keinen mehr. Für dieses Versagen gibt es keine. So. Hat man halt OBS und Discord gesehen bei mir gerade? Kann ja nicht wahr sein, Eik. Ach, und ich kann dir auch gleich sagen, wie viele Planeten wir besuchen können. Datacrons SWTOR. Es sind genau 16. Ja gut, wie viele haben wir? 4, 5? 14. SWTOR Datacrons mit plus 10 auf alle Attribute. Ne, 14 Planeten sind das, die mir hier angezeigt werden. Darunter auch Korriban, was also für die Sith ist. Also ich denke mal nicht, dass wir so viele Planeten, vielleicht die Hälfte können wir besuchen. Ja, okay. Ich sag mal so, noch wird uns nicht langweilig. Nö. Vor allem, wenn es immer wieder neue Nebenquests gibt. liefer die Zylinder ab. Das will ich doch jetzt machen, deswegen bin ich doch hierher gefahren. Oder bin ich hier falsch? Ich bin hier falsch. Neun, drei, sieben. Nicht jeder Planet hat Datacrons. Also mir werden hier einige Planeten angezeigt, die welche haben. Ich muss da hoch und dort ist das Landeding gut. Da komme ich damit besser. Also wenn mir jetzt auf der Internetseite 14 Planeten mit Datacrons angezeigt werden, wo Jedi und Sith Planeten sind, die man besuchen kann. Ich denke mal schon, dass die Planeten, für die Story-Quests jetzt, die Planeten haben Datacrons. Es gibt auch Planeten, die kannst du so besuchen wie Yavin 7 oder 4. Die werden natürlich keine haben. Wäre dann zu creepy. Ich hab keine Ahnung, wer welche hat und wer nicht. Das kann man ja hier irgendwo. Missionslogbuch, was war das? Crewfähigkeiten, Ereignisse, Erfolg Datacron. Also du siehst ja von, die Datacrons haben ja alle Nummern. Mir fehlt zum Beispiel 1, 2, 3. Und die 9 und die 10. Also das ist Typhon und... Was kam nach Typhon für ein Planet? Oh je. Da kam nach... Coruscant, genau, da habe ich auch noch nicht alle. Also Storyline. Ich habe auch nicht einen einzigen. Also storytechnisch, die Planeten werden schon Datacrons haben. Weil wir bis jetzt auf jedem Planeten, der zur Story mitgehört hat, immer Datacrons gefunden haben. Ja. Aber sowas wie die Flashplaneten etc. haben das. Ja, die nicht. Und Webseite hast du 29 Planeten. Wie gesagt, es gibt ja noch Yavin 4 und weiß ich nicht, was für Planeten, die werden auch keine haben. Weil du da storytechnisch eigentlich gar nicht hinkommst. Da hast du zwar Haufen Quests, aber. Ja. Okay, das war auf der anderen Seite. Schön. Du kannst hier nicht fahren, du musst jetzt laufen. Ja, wenn es halt das SRD jetzt. Ja, aber da kommst du trotzdem drauf. Auf dem Planeten. Moment mal, wo muss ich denn jetzt hin? Liefere das ab, was ist das? Colonel Todd. Nee! Ist so eine fucking Heldenmission. Ha, hab ich schon gemacht.
So, Nebenquest abgeschlossen. Ich möchte keine Nebenquest mehr haben. Danke. Naja, aber du kommst, wenn du die Erweiterung nicht hast, ohne Story trotzdem drauf. Also hast, kommst du da ohne Storyline hin. Ja klar, aber er meint ja auch einfach nur, dass man halt da vielleicht manche Heldenmissionen hat, aber nicht die Hauptstory halt. Ja, das juckt mich ja nicht. Ich werde halt hier auch kein Geld reinstecken. Apropos, weil wir hier wegen Erweiterung und so weiter quatschen. Jeder hat Shadow of Revan, ja. Dann haben wir es auch. Ich habe das Pack gestern, was ich gestern Abend mit dir, oder was ich dir gezeigt habe, zumindest ja. Inhalt, aber nicht wie es heißt. Ich habe endlich eine Welt mit zerstörter Stadt zum Laufen bekommen. Bei Biomes Plenty. Und woran da? Ich muss halt tatsächlich Minecraft auf Deutsch stellen, damit ich durchblicke. Das erste Mal seit über 3-4 Jahren. Ja, ich habe einfach nicht weitergeklickt bei der Stadtgenerierung. Ich habe das erste angeklickt und dann bin ich da direkt raus. Das war der Fehler. Hey, nun, lass ein Follow da. Ja. Ich werde das Pack aber noch nie auf den Server ziehen, weil. Welchen Namen hast du gerade vorgelesen? Von irgendeinem Spieler. Ach so. Mach ich gerne mal. Sarah ist online. Ich werde das aber noch nicht auf den Server ziehen. Denn. Das ist noch ein frisch angelegtes Pack, da gibt es noch Updates und die wollen das Questbuch noch halt übelartig erweitern. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Warte mal, hier. Das, das. Da bin ich mal gespannt. Warte mal, ich fahre außen rum, da muss ich nicht kämpfen. Da muss ich nicht kämpfen. Aber wie ist denn das, wenn du jetzt hier das 30-Tage-Ding holst und du schaffst es innerhalb der 30 Tage auf Stufe 75 und du verlängerst das Abo nicht? Bist du dann wieder auf Stufe 60 runtergestuft oder bleibst du 75? Hätten mir die Dreistheit vorgestellt, dass man wieder runtergestuft wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht kann mir 937 das mal beantworten. Wenn er sich so gut auskennt. Weil wenn du dann halt wirklich Stufe 75 bist, du hast die Kleidung für Stufe 75, alles an und so weiter. Ja. Du behältst alles, was du zum Zeitpunkt des Abo hattest. Also bleib ich, wenn ein Abo zu Ende ist, Stufe 75 und die Klamotten technisch... jetzt bin ich vorbeigefahren. Klamottentechnisch bleibt alles und kann ich dann allerdings, wenn ich neue Level 75er Klamotten kriege, die besser sind, die dann noch anziehen oder nicht mehr? Keine Sorge. So. Warte mal, ich muss die erstmal erlauben, die Nachricht. Mir wird die angezeigt. Ne, du bist der Mod. Ja, aber ohne dass sie wird. Ich kann nicht einstellen, dass sie angezeigt wird. Sie ist ganz normal da. Es steht bei mir da erlauben oder nicht erlauben. Und jetzt steht da irgendwas da. AKP hat Benutzer App permanent, Term, Abos, noch irgendwas. Keine Ahnung. Das steht aber auch so gerade bei mir richtig im Chat drin. Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ach nee, da drunter steht jetzt die Nachricht, du behältst alles, was du zum Zeitpunkt der Abos hattest. Gut. Okay. Ja, das würde mich aber mal interessieren dann, ob man trotzdem noch neue Klamotten kriegt, die dann noch anziehen kann oder nicht.
Das ist echt noch so eine offene Frage. Schon wieder. Und es ist erlaubt. Wenn du Abo 1 im Monat machst, behältst du auch alle DLCs, die zum Zeitpunkt released wurden. Bei Kleidung ist es beschränkt auf Nicht-Artefaktenbrüste. Nee, ich meine das jetzt so. Ich hole mir Abo für einen Monat. Komm, Stufe 75. Abo ist zu Ende. Ich spiele weiter, finde Klamotten für Stufe 75. Kann ich die dann noch anziehen oder gehen die dann nicht mehr anzuziehen? Alter, hat eben das Wort Abo kritisiert, ich habe es noch gesagt. Warte mal ganz kurz, Spielkampf. Okay. Also 50-50 Shots. So, was wolltest du jetzt mit Abo? Ich wollte aber nur sagen, der hat das Wort Abo. Mag der nicht. Ja, das steht, glaube auf der Blacklist bei mir. Wenn es Artefaktrüstung ist, nicht ohne Berechtigung, Cartelments. Und wenn es normale Rüstung ist, ja. Ah, okay. Dann wäre es vielleicht mal praktisch, bis 75 halt Abo zu kaufen. Und dann nicht mehr. Weil man dann auch die, wenn man dann auch die DLCs hat, wäre es ja mal richtig geil. Ich habe halt bei Steam noch knapp 20 Euro auf dem Konto. Wäre eine Überlegung wert, tatsächlich. Aber nicht heute und morgen. Bei Eidaran werden wir sowieso einfach nur durchrennen. Das war ja wir werden ja wieder runtergeschmissen. Ja, aber wir behalten ja trotzdem die Lichtschwertstärke. Bleibt ja trotzdem. Weil eigentlich hätten wir erst Eidaran besuchen müssen und dann irgendwo anders hin. Weil wenn ich mir das hier mal angucke, Mission, ich bin jetzt auf Corellia, ich müsste halt wieder zu Nar Shaddaa. Hier ist noch eine Klassenquest. Gibt eh öfter Game Time Cards mit 180 Tagen Abo für 30, 40 Euro. Ja, ich habe Kinder, also 30, 40 Euro ist da bei mir schon echt viel. Ich habe hier noch Flashpoint. Ich muss noch auf Oricon, auf Illum. Hier unten habe ich Shadow of Revan, das SOR, was 937 meinte, tatsächlich schon angenommen. Da ist einiges noch da, was ich am Planeten habe. Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hoch, also hier die Treppe. Gefühlt nimmt das hier bei mir auch gerade kein Ende. Also ich werde hier noch sein, wenn du mit dem Spiel durch bist. Ich bin halt auch schon immer am Überlegen, wenn ich jede Seite durch habe, was ich dann spiele. Ob Kopfgeldjäger, republikanischer Soldat oder halt nochmal Sith. Allein FZG-Anteil sind 250 Stunden. Du hast 8 Klassen-Stories, die du erstmal F2P spielen kannst. Mhm. Aber man kann halt auch immer nur 4 Charakter besitzen, wenn du nicht gerade Abo hast. So, ich bin hier oben. Ich muss hier vor. Da. Der Stift sitzt, General. Ihr müsstet jetzt auf die Systeme des Imperiums zugreifen können. Unsere Techniker haben sich eingehackt und sind bereit. Dann wollen wir doch mal sehen, wo die imperiale Garde sich versteckt. Die Befehle der imperialen Garde werden aus dem Museum Republica gesendet. Sie wollen uns wohl an unserer empfindlichsten Stelle treffen. Ein Bombardement oder ein groß angelegter Angriff sind damit ausgeschlossen. Jede Granate könnte Jahrhunderte der Geschichte zerstören. Besitzt die imperiale Garde irgendwelche Schwächen? Sie ist vom Rest des Imperiums abgeschnitten. Sie befolgt nur die Befehle ihres eigenen Kommandanten.
Diese Befehle stammen von Commander Trenor, dem Kommandanten der Imperialen Garde. Der Commander ist der Mann mit dem Schlachtplan. Wenn ihm etwas zustoßen sollte, würde die Imperiale Garde Zeit brauchen, sich umzustellen. Würde es ausreichen, um sie zu überrumpeln? Wir würden eine Stunde gewinnen. Vielleicht auch weniger. Aber mehr Zeit brauche ich auch nicht, um ihre Leute im Axialpark auszuschalten. Wenn der Commander klug ist, postiert er ein paar Leute an der Tür und versteckt die anderen im Museum. Geht schnell vor und seid auf der Hut. Die Sammlung des Museum Republika geht bis zum Gründungstag zurück. Schützt so viel ihr könnt vor dem Kreuzfeuer. Wenn etwas kaputt geht, wird das Imperium dafür bezahlen. Dringt ins Museum ein und findet den Commander. Ich schicke Verstärkung, so schnell es geht. Phoenix, Sith habe ich ja schon nochmal gespielt. Aber Sith-Spion nicht. Ja, aber das wäre jetzt die dunkle Seite wäre, also als Sith wäre jetzt erstmal die letzte Option. Weil ich zum Beispiel Soldat, Kopfgeldjäger, Schmuggler und sowas halt alles noch gar nicht kenne. Und ich weiß gar nicht, was hatte ich denn damals als Sith gespielt? Irgendwas mit zwei Lichtschwertern in der Hand. Und... Ja stimmt, da hatte ich nur ein Lichtschwert. Eine Doppelklinge. Und deswegen wäre Sith definitiv erstmal die letzte Option. Und ich weiß auch nie, ob ich dann direkt im Anschluss nach Jedi direkt weiterspiele oder ob ich dann erstmal ein Päuschen von ein paar Wochen einlege. Je nachdem. Weil zwischen... Moment. Weil zwischen dem Sith-Spielen und dem Jedi jetzt lag ja fast ein Jahr Pause. Hat einfach gut getan. Ja, weil Lust war dann einfach raus. Und den Sith habe ich auch noch nicht mal zu Ende gespielt. Aber den Charakter werde ich definitiv löschen. Weil da komme ich eh nicht mehr in die Story rein. Dann Soldat, Hexe und Krieger wart ihr. Ja, ich, also wenn ich irgendwann die dunkle Seite spiele, ich tendiere halt wirklich auf Hexer. Weil die machen auch gut Damage. Aber ich muss das mal sehen, halt wie gesagt, es gibt ja genug zur Auswahl noch. Aber ich weiß, dass ich dann auf Imperium-Seite spielen werde, weil das wird immer im Wechsel kommen. Als erstes haben wir Imperium, jetzt sind wir Republik und dann wieder Imperium werde ich machen. Was ist das? Artefakt Vereinigte Disruption von Arik Industries. Was ist denn das? Scharfschützengewehr. Das wird verkauft, das kann man von mir hier keiner brauchen. Wo renne ich denn gerade hin? Was mache ich denn hier? Ich muss echt mal mehr aufs Spiel achten. Schon auf den Chat. Krieger? Waren wir Krieger? Wir waren, also, kann sein, dass ich Krieger bin, ne? Oder war? Mit zwei Lichtschwertern. Du hattest der Doppelklinge, du warst eher so der Feigling, der sich immer unsichtbar gemacht hat. Das weiß ich noch ganz genau. Ich glaube, dafür war ich aber auch immer schwächer. Bei jeder Aktion war ich irgendwie immer schwächer als du. Und ich hatte immer irgendwie einen Begleiter mehr als du. Das hast du hier. Aber wie es da war, das war noch gar nicht. Nee, wir haben hier gleich viele Begleiter. Ich hab drei. Ja, nee, dann. Ja, eben, ich hab nur zwei. Oh, nee, du hast doch noch den Altur. Du hast Kira. Kira, den Druiden, der. Kira, zwei Druiden und den alten. Genau, den hab ich auch. Die Vierer. Ja, und du hast halt noch die Dagmar down, die Ente. Dein Worldrunner. Das ist ein Haustier. Den kannst du dir auch jederzeit holen. Aber ich hab drei Haustiere, du hast doch nur eins. Hab ich überhaupt eins? Du hast keins.
Ja, weil du gesagt hast, ich habe nur eins. Du hättest dann eins, wenn du dir das Ei holst. Auf Nasha da. Was, Nasha da? Oder Taris? Eins von wen? Ich gehe mir kurz was zu trinken holen. Jo, mach das. Weil ich habe ja diese zwei Raumschiff-Begleiter, also diese Haustiere, kriege ich ja auch über. Hab jedes Mal, wenn ich schnell Charakter anlege, mit über den Standardcode, den ich eingegeben habe. Jo, nee, aber bei Sith-Seiten hatte ich immer einen mehr, weil ich hatte die Troller, die man zum Anfang kriegt. Dann hatte man, was hat man noch? Einen Club, einen Druiden? Du hattest ja so ein hässliches Vieh immer mit dir rumlaufen. Ja. Und ich hatte dann aber noch so ein Männchen dabei, so ein Männel. So ein Imperialen, der ja verstoßen wurde vom Sith-Typsi-Dorte. An mein hässliches Vieh kann ich mich halt noch gut erinnern. Das sieht aus wie mancher in Real Life. Oh! Bounce? Furzwolke. So, das waren 10 von 30. Cassie ist online. Jetzt verdeckt mir das hier die Map, ey. Das ist bitte ein grüner Jedi, Digga. Dem ist schlecht. Ja, der heißt wirklich so. Ja, die hab ich auch schon gesehen. Die hab ich auch schon gesehen. Boah, 2,5 Stunden schon. Taufrisch. Ja, wenn man es so nimmt, ich bin ja ein grauer Jedi. Ich habe ja zum Anfang auf Typhon den Typen, den man eigentlich festnehmen sollte, frei laufen lassen. Und dann hatte ich ja das Lichtschwert des dunklen Jedi oder des grauen Jedis zum Anfang die ganze Zeit. Dunklen Jedi? Also ich bin auch nicht wirklich 100% auf der gelben Seite. Auf der hellen Seite. Oh, das ist ein toter Typsi. Kira, kriegst du es alleine hin? Ha! Ich hab den Kill abgestaubt, Kira! Du,
Warum sind die irgendwie spawnen? Ja, weil das so eine Mission ist. Das ist die Hauptquest. Da darf nichts spawnen. Da doch, siehst du doch. Oh, ist wieder, schon wieder Token. Sag ich ja. Wie viel hab ich denn zu dem Quark eigentlich? Wohlstandstoken 22. Flottenauszeichnung 336. Tech-Fragmente 6730. Rakul-DNA-Kanister 2 von 2000. Kartellmarkt-Zertifikate 10 von 10.000. Wow! Wie viele Tech-Fragmente hast du? Da hab ich doch gerade gesagt. Ja, ich hab's nicht akustisch. 6730. Ui. Ich hab nur 3000. Ich krieg das Durchsuchen meiner Gypsies. Die gehen auf Schatzsuche bei mir. Und da finden sie sowas gerne mal. Ey, Mann, warum müssen wir alle wie spawnen? Ich will nur durch. Ich will einfach nur durch. Sag mal, fällt's jetzt entspannt? Was das ist denn das überhaupt? Ein Typ mit einem Stab. Der bewegt sich wie ein Sith. So ein Arsch. Der macht's mir auch nicht gerade einfach. Keine Sorge. Ihr müsst Commander Taner sein. Und ihr seid schuld daran, dass die Hälfte meiner Wachleute nicht mehr antwortet. Hey. Ich warte schon lange darauf, dass ihr uns endlich erreicht. Die Republik schlägt sich wohl ganz gut. Woher habt ihr gewusst, dass die Republik mich schicken würde? Habt ihr etwa gedacht, ihr könntet Corellia unbemerkt erobern? Die imperiale Garde interessiert sich nicht für Corellia oder den Anspruch der Republik. Unsere Leute wurden entsandt, um euch herauszufordern. Der Imperator ist sich eurer Gegenwart bewusst. Eure Einmischung kann nicht länger geduldet werden. Zuerst müsst ihr diesen Kampf überleben. Wer die imperiale Garde herausfordert, fordert den Imperator persönlich heraus. Ja, also dann stirbst du jetzt. Alter, was ist mit dir falsch? Holy shit. Ey, aber du bist gleich tot? Was sagst du dazu? Der geht schon in die Knie und ich schlag nochmal drauf. Geil. Unzählige Welten. Unzählige Armeen. Und hier scheitern wir. Wir sind eine Verlängerung der Macht des Imperators persönlich. Er kann nicht bezwungen werden. Ich kann nicht bezwungen werden. Da hält aber jemand sehr viel von sich. Ich habe dem Imperator einen Eid der Treue geschworen. Ihn zu brechen ist unverzeihlich. Meine Fehler dürfen nicht ungestraft bleiben. Tötet mich. Töte ich den oder nicht? Nö. Vergesst den Imperator. Ihr seid jetzt ein Gefangener der Republik. Es war mein Lebensinhalt, dem Imperator zu dienen. Mich weiterhin am Leben zu lassen, käme einer Folter gleich. Nur deswegen. Melde mich mit Bericht, General. Sieht aus, als wäre die imperiale Garde eliminiert. Commander Taynor hat überlebt. Ja, Sir. Ich gebe es weiter. General Aves bittet, die Verzögerung zu entschuldigen. Aber offenbar wurden wir nicht gebraucht. Wir sichern das Museum. Der General bittet euch, schnellstens zu ihm in den Kommandobunker zu kommen. Oh nee, leg mich am Arsch, Kommandant.
soll sehr schnell zum Kommandanten gehen. Das heißt, die Storyquest geht noch weiter. Da drauf eine Eisbombe platzen lassen. So. Oh my fucking God. Ich werde diesen Planeten nie verlassen, wenn das so weitergeht. So. Und ein Eik wird müde. Nein. Oh. Na doch, ich bin da jetzt rausgerannt. Haha. Na egal, die Data Console ich mir irgendwann anders. Hey, wieso, was ist denn jetzt los? Was? Nö, ich habe einfach, ich bin schon losgefahren mit so einem Taxi, wo ich da ein Datacon noch holen wollte. Ja, mit so einem Taxi? Ja, mit dieser komischen Bahn. Da kann man ja nicht abbrechen. Ach, aufsteigen. Die Analrakete. Ah. Was? Was? Wo ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich die auf Analrakete getauft. Hä? Die Ziel sieht halt aus wie ein Zäpfchen, meine Güte. Ja, aber trotzdem, wie kommt man auf solche Ideen? Weiß ich nicht. Das bin halt ich. Ich bin im Geist ein kleines Kind. Das weiß doch jeder. Ein kleines Kind denkt nicht an sowas. Ja, dann halt ein Teenager. Keine Ahnung. Ich bin halt jung geblieben. Trotz grauer Haare im Gesicht. Was? Ich hab graue Barthaare, ja. Mit 35. Ein gut alt. Das ist aber stressbedingt alles. Das hat nämlich alles angefangen, wo es halt vor 2 Jahren noch mit der Trennung von meiner Ex. Da hat das alles angefangen. Aber ich bin stolz auf die grauen Haare. Und ich verstecke die halt auch einfach nicht. Weil das viele Frauen finden graue Härchen attraktiv. Ja. Und ich sehe nicht mehr so böse aus. Aber meine Ex meinte auch, ich muss was von meinem Aussehen her machen. Also wo ich noch mit der zusammen war, weil ich immer halt böse ausgesehen habe. Ich hatte auch immer so einen bösen Blick im Gesicht. Komischerweise, als wir noch in einem anderen Stadtteil gewohnt haben und jedes Mal mit den Kiddies draußen waren, ich bin immer angegrinst worden von kleinen Kindern. Ich weiß nicht warum. Ja. Und jetzt renne ich immer mit einem Grinsen durch die Gegend und da denke ich mir so manchmal, ich sehe hässlich aus, wenn ich grinse. Aber die grauen Haare, die bleiben. Die werde ich auch nie verstecken. Da bin ich stolz drauf. Da sieht man auch, dass ich halt einiges im Leben schon durch habe. Ich habe nämlich hier einen Freund, also meinen Elektrikermeister. Der ist noch nicht mal der ist jetzt 30 geworden. Und der hat auf dem Kopf schon graue Haare. Der hat die früher bekommen als ich. Und er gibt auch den Stress mit seiner Frau die Schuld. Weil er mit seiner Mutter, seiner kleinen Schwester und seiner Freundin zusammen eben im Haus wohnt. Und das ist ja Stress pur. Wenn er der einzige Kerl ist. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um den letzten Truppeneinsatz im Axialpark mitzuerleben. Das Imperium hat sich zu einem letzten Kampf aufgebäumt. Es könnte hässlich zugehen, aber das schaffen wir schon. Commander Tainer wurde bereits vom Planeten gebracht. Viele Leute wollten ihn tot sehen. Was hat die Republik mit dem Commander vor? Der SID wird ihn in unserem sichersten Gefängnis befragen. Vielleicht können wir eines Tages auf seinen taktischen Rat hoffen. Nun, da der Axialpark uns gehört, ist der Kapitolplatz nur noch eine Zugfahrt entfernt.
Wir haben schon begonnen, die Offensive zu planen. Unser Primärziel ist die Legislatur. Das Imperium hat sie in eine Festung verwandelt. Wir werden mehr als reine Feuerkraft brauchen, um ins Innere zu gelangen. Ratsmitglied Belos kennt vielleicht ein paar Schleichwege. Das Ratsmitglied hat seinen Hals schon genug für uns riskiert. Wenn wir ihn jetzt kontaktieren, bricht ihm das womöglich das Genick. Cole Cantarus kennt das Sicherheitssystem der Legislatur noch aus seiner Zeit bei der Ratsgarde. Mit ihm sollten wir beginnen. Ihr findet Captain Cantarus im Wachhaus der Ratsgarde auf dem Kapitolplatz. Er müsste euch etwas zu erzählen haben. Sagt Cantarus Bescheid, dass ich komme. Ich kümmere mich um die Truppen. Oh Gott. Wenn wir unseren nächsten Schritt kennen, werden meine Leute bereit sein. Oh, hier kriege ich wieder 35 Angriffskraft. Der Verteidigungswert geht flöten, ne? Ne, dann nehme ich die hier. Dann nehmen wir die Handschuhe. So. Kann dieses Kackhelden-Missionsdreieck einfach mal von der Map verschwinden, das nervt. Toi, toi, toi. Keine Nebenquests mehr bis jetzt. Ich glaube, das wird sich noch schnell ändern. Ja, warte, ich muss wieder in eine andere Ecke rennen. Und zwar zum Regierungsbezirk. Und dort wird bestimmt wieder jemand auf mich warten. Das war jetzt hier. Das heißt, ich könnte dort hin. So, dann wollen wir mal gucken, wer mir Post geschickt hat. Danison Warik, danke für nichts. Schickt mir Kühnheitsstim des Spezialisten. 60 Minuten. Ausdauer 60 Minuten lang um 84. Okay. Warum danke für nichts? Habt ihr doch irgendwie geholfen, denke ich mal. Ich weiß noch nicht, wann ich dem geholfen habe. Das ist schon alles zu lange her. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Egal, die Stim-Dinger werden verdickt. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Genau, warte mal. Vermächtnis, ich habe wieder Geld. Kaufen. Und einmal alles reparieren fahren, bitte. Melden Sie Ihre Beschwerden. Reparatur. Habe ich auch schon so lange nicht mehr gemacht. Ach du Scheiße, das Schwert kostet 1600. Ist zwar noch bei 77%, aber egal. Sie sind einsatzbereit. So, gehen wie viel Geld habe ich jetzt noch? 69.000. Ach, da kann ich doch hier nochmal ein Vermächtnis nachlunzen und was kaufen. Hier das Loot-Ding, damit ich noch besseren Loot aus den Kisten kriege. So. Darko, ich habe nur noch 19.000 Credits. Cool, wa? Ja. Oh, hier kann ich das automatische Fahren aktivieren. So. Da oben lang. Geht das da durch? Ja. Was ist denn heute? Samstag. Montag ist mein Mittelstatter. Also dann erst Dienstag wieder.
je nachdem, wann er in den Bus oder wann ich in den Bus setzen soll. Ich würde mir eigentlich noch quatschen, ob der Vormittag oder Nachmittags in den Bus gesetzt werden soll. Wenn nachmittags in den Bus gesetzt werden soll, dann denke ich mal so 14, 15, 16 Uhr rum. Dann muss ich gucken, was ich Dienstagabend streame. Oh, ich hätte da vorne abbiegen müssen. Ja, genau. Ja, das sind noch voll viele Aufgaben, allein bei diesem schwarzen Lochquark. Da habe ich ja allein schon wieder 6 Stück angelegt. Ja, aber die kannst du hintereinander weg alle machen und erledigen. Und dann gibst du dann alle am Terminal ab und fertig. Trotzdem dauern sie ein bisschen. Ja, aber bei mir ist hier sowieso gleich erstmal zick. Ich will dann auch auf Minecraft-Server sowas machen. Die ganze Zeit nur Star Wars Stream ist irgendwann auch langweilig. Vor allem da du wirklich fast die Hälfte vom Stream nur durch die Gegend pimmelst. Oh. Außerdem kann ich in der Zeit, wo das Pack ladet, mal meinen Arsch ausruhen gehen. Ich bin jetzt so bei 2 Stunden 52, fahre jetzt noch hier hin, die Mission mache ich dann aber am Dienstag. Ui, da hat der ganze Rücken geknackt, hat man das gehört? Das war ein Geschnalze von dir, aber ja, hat man. Das war Rückenknacksen. Boah, Alter, das zieht bis in die Brust vor, geil. Dann habe ich das gebraucht. Nein. So, jetzt bin ich oben. Ein bisschen rumtricksen hier. So. Gut, dann werde ich jetzt meinen Star Wars Stream hier beenden.